Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuvidu-Kanals. Neues Thema, neues Video. Ich finde sehr interessant, nämlich geht um das Stiefkind zweite Einlegesohle oder wozu nützt sie überhaupt? Warum, wieso, weshalb sie doch sehr wichtig ist, zeigen wir euch gleich oder zeige ich euch gleich und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Nochmal ein liebes Hallo an alle Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuvidu-Kanals. Wir wollen uns heute nochmal mit dem Thema befassen, warum die Einlegesohle oder diese zweite zusätzliche Einlegesohle doch noch Sinn macht und warum sie in vielen Dingen sogar berechtigt ist. Warum man sie leider immer noch heutzutage als Stiefkind in den Kinderschuhen findet oder gar nicht Beachtung findet, weil man ja meint, sie ist sonst wie überflüssig. Dessen bin ich eben halt nicht der Meinung und möchte euch das gerne darlegen, wieso, weshalb, warum. Wir haben ja schon am Anfang drüber mal gesprochen, da gibt es auch ein Video dazu, zu dem Thema Gummistiefel, dass sie halt immer nicht so die perfekten Schuhe sind, dass es die auch nicht sind, die man eigentlich den ganzen Tag anziehen sollte, weil eigentlich verdient der Gummistiefel den Begriff Schuh ja gar nicht. Passendes Schuhwerk ist es zumal halt auch nicht. Aber ich kann die Passform in diversen Schuhen immer wieder mit verbessern, indem ich zum Beispiel mit von einer Einlegesohle Gebrauch mache. Ich rede hier immer von einer zusätzlichen Einlegesohle, denn ich sag's mal auch so, viele Gummistiefellieferanten bieten schon aber eine eigene Einlegesohle an. Nun muss ich natürlich aber auch sagen, hier ist nichts zur Schweißaufnahme vorhanden. Es ist ein reinweg eine synthetische Einlegesohle, also hier unten Moosgummi, obendrauf ein einlagiges, vollsynthetisches Gewebe. Also wie sagt man so, Feuchtigkeits- und Schweißaufnahme geht gen Null. Ja? Das Einzige, wozu diese hier also diese Daseinsberechtigung hat, damit das Kind nicht auf dieser Innennaht läuft, steht und dadurch eventuell irgendwelche Beschwerden auftreten könnten, kommt also diese preiswerte Einlegesohle hier rein. Um die Passform jetzt zu verbessern, man sieht ja auch hier schon selbst, der Schuh hat eine gewisse Höhe und nicht jedes Kind läuft auch wirklich vorzüglich in Gummistiefeln. Dann behelfen wir uns praktisch immer mit schönen Einlegesohlen, natürlich auch immer relativ dick, je nach Fuß, der dort hineinkommen soll. Und damit habe ich dann zum Beispiel einen besseren Rückhalt im Schuh. Man hört es teilweise sehr oft auf den Straßen in der gesamten Republik, dass auf Einlegesohlen sehr gerne verzichtet wird, weil denen gar nicht dieser große Stellenwert beigemessen wird. Wobei ich aber finde, egal im Sommer, Winter, wie auch immer, eine Einlegesohle zur Schweißaufnahme ist unbedingt vonnöten, weil hier ist nichts mit Atmungsaktivität drin. Selbst wenn Sie jetzt im Sommer mit einem ganz normalen Gummi- oder Kautschukstiefel unterwegs sind, Sie haben nur ein einlagiges Baumwollgewebe drin, wo also wirklich nicht viel von Schweißaufnahme passiert. Zum anderen ist es natürlich auch so, jetzt in der kühleren Jahreszeit, egal ob gefüttert oder nicht, ein Gummistiefel oder Kautschukstiefel hält die Körperwärme nicht. Das heißt, es ist ein relativ kaltes Material, was sozusagen auch dem Körper die Wärme entzieht. Deswegen gebe ich dort immer oder empfehle dort also immer nochmal eine zweite Einlegesohle, zum Beispiel aus Filz, Wolle und dergleichen, hineinzulegen. Wer es möchte, auch gerne Lammfell. Natürlich, weil es toll ist und weil es einfach den Fuß schön umschmeichelt. Zum anderen ist es natürlich auch hier, auch da gibt es schon mal ein Video dazu, dass wir auch auf die unterschiedlichen Einlegesohlen mit eingehen und dass wir auch sagen, warum wir die zum Beispiel auch in Winterschuhen mitverwenden, gerade wenn zum Beispiel die Mami unterschiedliche Strumpfstärken dem Kind anzieht. Wir haben es ja sehr oft, dass also Kinderschuhe mit dünnerer Socke probiert werden und dann, ich sage, mit zunehmenden Temperaturen, tieferen Temperaturen, wird nochmal auf eine dickere Socke zurückgegriffen oder man zieht dann nochmal eine Plüschsocke drüber, eine Thermostrumpf kommt noch mit zum Einsatz und dergleichen. Nun sitzt ein Schuh immer nur mit einem Strumpf richtig perfekt. So gut und dehnbar das Material auch ist, es gibt nicht im unbegrenzten Maße nach. Das heißt,
Wir müssen uns, oder so stellen wir das zumindest im Verkaufsgespräch mit fest, die Mami soll erklären, inwieweit sie dem Kind noch andere Socken mit anzieht. Und dann suchen wir für das weiteste mögliche Modell einen Schuh mit aus und polstern den dann sozusagen mit einer zweiten Einlegesohle aus, damit er dann auch dem Fuß mit einer dünneren Socke einen optimalen Halt verspricht. Ist also gerade jetzt in den kühleren Zeiten absolut gang und gäbe und richtig regulär und macht auch wirklich Sinn. Es bringt also nirgendwo jemanden was und dem Kind schon gar nicht, wenn es also in einem viel zu weiten Schuh mit einer dünnen Socke läuft und dort wirklich gar keinen Halt hat. Was natürlich auch sehr oft bei uns zum Einsatz kommt, ist die Frottisohle, weil ich damit zum Beispiel Unterschiede im Spann bei den Kindern ausgleichen kann. Hier haben wir ein Modell eines Hausschuhs, was einen ziemlich hohen Spann hat. Und wenn ein Kind zum Beispiel einen kurzen, hohen Spannrücken aufweist, der dann sozusagen hier rausscheint, dann will man aber auch natürlich vorne noch genügend Halt haben, lege ich mitunter eine Einlegesohle rein, damit das hier besser abschließt. Nun haben wir sehr oft so eine typische Reaktion der Mamis, dass sie meinen, wenn sie eine Einlegesohle rausnehmen, dass der Schuh dann länger passt. Nein, geht nicht, es sei denn, sie können zaubern. Denn wenn der Fuß einmal hier vorne und hinten anschlägt, kriegen sie ihn nicht größer, bloß weil sie die Sohle rausnehmen. Das ist immer der Irrglaube, wenn ich eine Sohle rausnehme, passt der Schuh länger. Das wäre natürlich toll. Ja? Also, sie lassen ihr Kind trotzdem in zu kleinen Schuhen laufen. Nur weil sie die Sohle rausgenommen haben, ist der also jetzt weiter, aber nicht länger. Und das ist immer der Unterschied zwischen Länge und Weite, der sehr oft bei den Mamas verwechselt wird. Oder es wird gleichgesetzt, ist es aber nicht. So, und das würde ich dann einfach nochmal mit passenden Bildern untermalen, die wir dann noch mit einpflegen. Und dann würde ich sagen, seht ihr das auch selber, was eine Sohle eigentlich alles bewirken kann. Das ist wichtig. Und wir gehen ja immer davon aus, der Schuh soll passen. Also selbst auch ein Hausschuh, relativ, wie soll man sagen, ungeliebtes Teil, ja, sollte also optimal sitzen. Denn ich sage mal, auch Kinder haben diesen den ganzen Tag an. Also ich sage mal, wenn sie in der Schule sind, im Hort, im Kindergarten. Im Kindergarten wird der mindestens 6 bis 8 Stunden am Stück getragen. Also bitte nicht denken, es ist ja nur der Hausschuh. Nein, auch der ist besonders wichtig. Wir wollen Passform von der ersten bis zur letzten Minute. Und zumal wir auch wissen, dass gerade Hausschuhe nur in sehr großen Abständen kontrolliert werden von den Eltern. Das heißt also, meistens wird ein Schuh alle halben Jahre bloß kontrolliert, manchmal sogar bloß einmal im Jahr, was natürlich teilweise zu verheerenden Folgen führt, weil dann auf Dauer ein Kind zu kurze Schuhe trägt. Ja, so, also lasst euch mal das nächste Mal wirklich mit einer Einlegesohle beraten. Immer dann, wie gesagt, die Verkäufer bringen es meistens dann immer ins Spiel, da wo es vonnöten ist. Wenn der Schuh von vornherein perfekt sitzt, brauche ich das nicht. Ja? Aber wie gesagt, Sohlen haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Die sollte man halt nicht unterschätzen. Und ansonsten bleibt weiterhin schön neugierig und besucht unseren Kanal wieder. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ich auch.